Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 von Baphomets Fluch 5, der Sündenfall. Wieder dabei der großartige Fuddel-LP und meine Wenigkeit, euer Mr. Venom 1974. Und wo wollten wir gerade hin? Raus. Hallöchen. Immer raus. Wie wich. Eine ruhige Straße in einer gehobenen Gegend. Nicht gerade das ideale Pflaster für Gelegenheitsdiebe. Ja gut, es fährt ja auch nichts. Das stimmt allerdings. Sollen wir mal bei anderen Leuten reingucken? Ja. Komm. Der Raum sah aus wie eine Art Büro für die Galerie. Ich konnte das schwache Leuchten des Überwachungsbildschirms in der Ecke erkennen. Genau, da müssen wir hin. So, dann können wir hier schon irgendwas anklicken. Ach, Galeriefenster können wir uns auch mal angucken. Dann machen wir das doch mal. Von hier draußen konnte man das gestohlene Gemälde nicht sehen. Dieser Raub war definitiv geplant gewesen. Mhm. Na, wenn das nicht ein Hinweis ist. Ja. Komm, ich nehme den Baum mit. Ah, noch ein Fenster. George, du alter Voyeur. Ich war schon immer fasziniert von den Buntglasfenstern in Paris. Die es nur, und hier ganz wichtig, historisch nur in Paris gibt. Ja, das stimmt allerdings. So. Der Kellner, der sinnlos in der Ecke steht. Verdächtig. Mhm, der war es bestimmt. Monsieur. Es gab einen Diebstahl in der Galerie. Wirklich? Sie klingen gar nicht überrascht. Jeder Besitz ist Diebstahl, Monsieur. Und jedes Kunstwerk ist Besitztum. Daher ist jedes Kunstwerk Diebstahl. Finden Sie nicht auch? Naja, so gesehen kann man wohl kaum widersprechen. Nieder mit dem Kapitalismus, nee, ist klar. Komm. Ah, dieser Kellner geht mir so auf den Senkel, auf jeden Fall der Synchronsprecher von dem. Ach, findest du, der ist nicht so sympathisch? Hallo? Zu oft gehört. Sollen wir ein bisschen sprechen über das Eau de Cologne? Hallo, ich habe ein bisschen Rasierwasser, mon frère. Möchten Sie vielleicht ein Spritzerchen hiervon? Möchten Sie vielleicht andeuten, dass ich übel rieche, Monsieur? Ah, oui. Nein, tut mir leid. Jetzt, wo Sie es sagen. Ja. Ich habe noch so diese leckeren Odol-Bonbons. Sponsert mich übrigens. Erkennen Sie das hier? Das ist ein Nagelknipser. Das ist richtig. Muss man jedem zeigen. Was wissen Sie über Le Lézard Bleu? Ein bourgeoiser, geistloser und überteuerter Laden. Genau wie Lane, sein Kurator. Er sitzt immer hier rum, wissen Sie? Salbad hat seine neueste Flamme mit Kunstgeschwafel voll. Aha. Mhm. Aber fragen wir erstmal was über Henri. Henri, der Galeriebesitzer, wurde erschossen, als er versuchte, den Diebstahl zu verhindern. Mon Dieu. Das Leben hat keinerlei Bedeutung, wenn man sich erst einmal von der Illusion der eigenen Unsterblichkeit verabschiedet hat. Sicher doch. Haben Sie ihn gut gekannt? Können wir einen Mitmenschen jemals wirklich kennen, Monsieur? Er verbrachte nur wenig Zeit im Café, im Gegensatz zu seinem Freund, Monsieur Lane. Das ist schön, wenn man so Shaggy Ware als Kellner hat, ne? Mhm. Ah, der Quotenphilosoph. Der Stammtischphilosoph. Haben Sie jemanden aus der Galerie rauslaufen sehen? Da war diese gut aussehende Frau mit einer Kamera. Sie hat jemanden verfolgt. Das muss Nico gewesen sein. Sie kennen sie? Sie überraschen mich. Können Sie mir etwas über den Mann sagen, den sie verfolgt hat? Ich vermute, Monsieur, dass man ihn, wie jeden von uns, von Natur aus nicht wirklich kennen kann. Kein Wunder, dass das Café von dem Kerl so leer war. Obwohl seine Analysen sind natürlich perfekt, ne? Also ja. Kein Mensch sollte ein Buch nach seinem Einwand bewerten. Mit Totschlagargumenten. Kennen Sie Hector Lane? Lane? Oh ja, er trinkt ihr gelegentlich etwas. Er ist gestern Abend abgehauen, ohne zu bezahlen. Aha. Gestern Abend? Wann ungefähr? Auf jeden Fall nach Mitternacht. Wenn Sie ihn sehen,
Geben Sie ihm diese Rechnung und sagen Sie ihm, er soll sie nächstes Mal bezahlen. Tja. Damit kriegen wir ihn. Die Rechnung stammte vom vorigen Abend. Aber Lane hatte mir erzählt, er sei nicht mal in der Nähe der Galerie gewesen. Das könnte das Druckmittel sein, das ich brauchte, um Lane den Code für die Bürotür zu entlocken. Danke für Ihre gleichbleibende Gleichgültigkeit, Monsieur. Wenn Sie das nächste Mal kommen, werde ich Ihnen vielleicht einen Kaffee bringen. Vielleicht aber auch nicht. Immerhin ehrlich. Ja. Immerhin ehrlich. Hallo, ich bin's wieder. Sie gehen davon aus, Monsieur, dass Sie beim letzten Mal Sie waren. Oh Gott. Mhm. Ach, jetzt kann man ihm das nochmal alles erzählen, oder was? Ja. Sie und Lane sind also nicht gerade die besten Freunde, was? Ihr Mann ist ein zweitklassiger Kritiker, der nur mit bedeutungslosen Aphorismen um sich wirft. Können Sie mir sonst noch etwas erzählen über Le Lézard Bleu? Rien, Monsieur. Nicht wirklich, aber wahrscheinlich wieder über den Knipser. Das Ding hatte ihn beim ersten Mal schon nicht interessiert. Ich glaubte nicht, dass ich dadurch irgendwas Neues erfahren würde. Diese Rechnung hat Lane also gestern Abend zusammengeschluckt. Sind Sie sicher? Aber ja, er hat seine neueste Eroberung mit meinem besten Champagner abgefüllt. Danke für Ihre Zeit, Monsieur. Ah, jetzt aber wohl. Hallo, ich bin's oder? Wieder. Monsieur? Nochmal? Können Sie mir sonst noch irgendwas erzählen über Lane? Rien, Monsieur. Okay. Können Sie mir sonst noch etwas erzählen über Le Lézard Bleu? Rien, ja, Monsieur. Monsieur. Natürlich. Dann wohl nicht. Danke für Ihre Zeit, Monsieur. Au revoir, mein Lieblingsphilosoph. So, dann fragen wir ihn mal, wie es denn zu dieser Rechnung kommt. Das interessiert mich natürlich auch. Wie sieht es aus, Mr. Lane? Sind Sie jetzt bereit, mir den Türcode zu verraten? Ganz bestimmt nicht. Und Sie können mir auch weiterhin keinen guten Grund dafür nennen. Schuldig aufgrund eines beweiskräftigen Nagelknipsers. Ich war ein paar Tage nicht in Paris und bin erst heute Morgen zurückgekommen. Wie soll ich das Kabel durchgeschnitten haben? So, ärgern wir ihn erstmal. Schauen Sie sich das mal an. Was ist damit? Das ist Ihre Rechnung vom Café nebenan. Und? Das heutige Datum. Die Rechnung ist von gestern Nacht, genauer gesagt von heute Morgen 12:30. Sie sagten, Sie waren nicht in der Stadt. Sie haben gestern Abend aber eine Menge Champagner getrunken, ohne die Rechnung zu bezahlen. Aber Sie haben mir doch erzählt, Sie seien gestern Abend gar nicht in Paris gewesen. So ungern ich das sage, aber das klingt für mich wie eine Lüge. Ich sag Ihnen was, Sie geben mir den Code für diese Tür und die Polizei braucht von all dem nichts zu erfahren. Ein Motiv und Beweise für Ihre Verwicklung in das Verbrechen. Das sieht übel aus, Mr. Lane. Sie sind ein Erpresser, Stoward. Ich erledige nur meinen Job. In Ordnung, Sie haben gewonnen. Der Code lautet 6397. Aber ich leugne all Ihre lächerlichen Anschuldigungen. Ich hatte den Code. Die Polizei würde jeden Moment auftauchen, also musste ich mich beeilen. Achso, macht er automatisch. Okay. Ja, dann können wir jetzt die Tür aufmachen. Wie lautete die Zahl doch gleich? Niemand rührt sich. Ende O. Verflucht. Das ist doch klar. Mhm. Ich bin Inspektor Navette vom Pariser Dezernat für Schwerverbrechen und ich erkläre ihr mit diesem Tatort für eröffnet. Für gesperrt, wollte ich sagen. Keine Bewegung. Das gilt besonders für Sie da auf dem Boden. Mue, ich will eine totale Abriegelung. Niemand kommt rein oder raus, außer mir, selbstverständlich. Das können wir ja ohne weiteres machen. Wenige Minuten später. Aha, ja. Ich musste wieder in die Galerie hinein. Aber ein alter Bekannter bewachte die Tür. Es war Sergeant Mouet. Wir waren uns schon mal begegnet. Achso, du wolltest gar nicht mit mir reden. Nur einfach, macht man das so mit Damen?
Sag mal, wo ist der französische Charme geblieben? Einfach nur Hand, Alter, bitte. Sergio Mouy, so sieht man sich wieder. Ah, Madame Collard, welch unerwartet. Zoomt sogar rein, ich hau ins Essen. Ich war in der Galerie zur Zeit des Diebstahls. Kann ich wieder rein? Tut mir leid, ich habe strikte Anweisungen von Inspektor Navette. Keiner kommt rein, keiner geht raus. Und ich muss Sie korrigieren, Madame. Es handelt sich nicht mehr um Diebstahl, sondern um Mord. Oh nein! Mon Dieu, der arme Mann. Ich war Zeugin des Verbrechens. Ich muss wieder da rein. Sie können sicher Ihre Aussage machen. Alles zu seiner Zeit. Ich habe den Dieb gesehen. Das könnte bei den Ermittlungen helfen. Ich habe Nein gesagt, Madame Collard. Was sagt denn, was sagen wir denn zum schönen Inspektor? Wer ist Inspektor Navette? Ah, der vielversprechendste junge Ermittler, den wir haben. Ein Genie, ein Mann von beinahe übermenschlichem Gespür. Hört sich an wie ein verschmitztes Kerlchen. Madame, Mutmaßungen über die Transpiration des Inspektors sind momentan fehl am Platze. Er löst gerade seinen dritten Fall in ebenso vielen Tagen. Und was hat er, was andere Ermittler nicht haben? Gespür für Blutspüren. Er ist Experte darin. Er liest in den Eingeweiden des Verbrechens wie in einem Buch. Natürlich. Ich muss dringend in die Galerie und mit Inspektor Navette sprechen. Er darf jetzt nicht gestört werden. Er wendet seine berühmten wissenschaftlichen Methoden an. Er wirft eine Münze, oder der was? Der Fall dürfte jeden Moment gelöst sein. Natürlich. Zumindest hoffe ich das. Ich bin unbemüde und möchte nach Hause. Ich bin dem Schützen hinterher und habe ein Foto gemacht. Inspektor Navette wird begeistert sein. Lassen Sie mich in die Galerie. Ich muss es ihm zeigen. Auf gar keinen Fall. Also, ohne Inspektor Navettes Erlaubnis darf ich nicht da rein? Nein. Und Inspektor Navettes Erlaubnis bekomme ich nur da drin? Exactement. Sagt Ihnen der Name Kafka etwas, Sergio Mouy? Madame Collard, ich weiß nicht, warum Sie mir jetzt mit Fußballspielern kommen. Nein, er ist... Ach, was soll's. Zum Verrücktwerden. Sergio Mouy wollte mich nicht reinlassen. Aber wir haben ja sicherlich mit Sicherheit hier noch gleich unseren Philosophen vom Café, die könnten sicher verstehen. Auch. Weshalb sind Sie so müde, Sergio Mouy? Ich habe 3 Tage ohne Pause durchgearbeitet. Navette ist ein Genie auf seinem Gebiet. Und er denkt, wir alle hätten seine Kraft und Energie. Och, Sie Ärmster. Wenn Sie sich etwas aufs Ohr hauen möchten, bewache ich die Tür für Sie. Sie sind sehr rücksichtsvoll. Schlauer Versuch, mich zum Desertieren zu bringen, Madame. Ein Gendarm verlässt seinen Posten nie. Ja. Vielleicht etwas Heißes zu trinken? Das wäre gewiss sehr schön. Aber leider darf ich nicht trinken im Dienst. Mein Arzt hat mir ausdrücklich davon abgeraten nach dem letzten Zwischenfall. Aha. Sie sagten was von einem Zwischenfall. Was war denn da? Ich will nicht darüber reden. Ich kann nur sagen, es war sehr misslich. Ich bin im Dienst und muss mich konzentrieren. Ach ja. Hier, mein Presseausweis. Hätten Sie eine Erklärung für die Zeitung? Ja, Madame. Bleiben Sie vom Tatort weg und lassen Sie die Polizei ihre Arbeit machen. Und lassen Sie immer Licht brennen, wenn Sie nachts ausgehen. Vielen Dank, Sergio Mouy. Sie haben mir sehr geholfen. Tja, ja. Okay. Ich frage mich aber, ob der Kellner ihr hilft. Sie sieht ja nicht gerade so philosophisch aus, wie er gerne ist. Natürlich, hör mal, so sieht heute der Philosoph von Welt aus. Madame. Bonjour, Monsieur. Was immer Sie wollen, wir haben geschlossen. Und warum stehen Sie dann hier?
Das würden Sie nicht verstehen, Madame. Probieren Sie es aus. Ich brauche Sie nur anzusehen und weiß, Sie sind wie all die anderen. Die anderen? Die hübschen Frauen, die shoppen gehen, die tratschen, die sich Verwöhntage gönnen und Mandelcroissants. Natürlich. So schlimm, ja? Und die Männer mit ihren Pflegeprodukten und ihren gewinnerten Schuhen und ihren schmalen Anzügen. Sie kommen in mein Café und bestellen Lattes, Macchiatos, Frappés. Ich weiß, was Sie meinen. Sind wir dafür auf die Barrikaden gegangen, Madame? Haben wir dafür das Pflaster aufgerissen? Unser Blut vergossen? Vive la Revolution, ja. Nein, Madame, dafür nicht. Wir haben für Ideen gekämpft. Für die Philosophie, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Vive la Revolution. Genau. Und wissen Sie, was uns im Kampf beflügelt hat? Was denn? Was uns antrieb in jenem glorreichen Pariser Frühling? Was Kaffee? Unseren Herzen Flügel verlieh? Billiger Wein und freie Liebe? Nein, Madame, nein. Der französische Café Noir hat uns inspiriert. Die simple Demi-Tasse, der schwarze, süße Geschmack der Freiheit. Und deswegen haben Sie geschlossen? Ja, Madame. Ich bediene nur Denker, Philosophen, Revolutionäre. Und Sie, Madame, mit Ihrem netten Top und Ihren spitzen Absätzen sind nichts dergleichen. Das ist doch ein Café. Ja, für die richtigen Leute. An jedem anderen Tag hätte ich diesem Typen sofort eine reingehauen. Aber er konnte mir vielleicht helfen, in die Galerie zu kommen. Monsieur? Das Leben ist kurz, Madame. Der Sand der Zeit rinnt Ihnen durch die Finger. Ja, kann schon sein, aber... Wir wissen nicht, was wir wollen. Und doch sind wir verantwortlich für das, was wir sind. Das ist großartig. Es ist ein Verbrechen geschehen. Das ist schrecklich, Madame. Aber Sie wissen ja, was man sagt. Nein, aber Sie werden es mir sicher gleich erzählen. Ich gehe da auch von aus. Das menschliche Leben beginnt jenseits der Verzweiflung. Oh. C'est vrai, no? Großartig. Ja, schon klar. Er trieb mich an den Rand der Verzweiflung. Während der Unruhen kämpften wir gegen die Mächte der Unterdrückung. Oh, wirklich? Das war sicher ganz furchtbar. Oh ja. Nur musste ich leider mit den anderen Baristas hinter den Barrikaden bleiben. Wir kochten literweise Kaffee für den Widerstand. So Wovon viel denn? Kaffee habe ich noch nie gekocht. Ja. Natürlich Was? Mussten unsere tapferen Helden dann ständig pinkeln. Aber dank unserem Kaffee haben sie die ganze Nacht gegen diese Speichellecker gekämpft. Ah, großartig. Nichts von all dem half mir, an Sergent Mouet vorbeizukommen. Au revoir. Großartig. Großartig. Die französische Revolution reloaded und das alles dank schwarzen Kaffee. Ja, auf jeden Kaffee Fall. Kaffee Noir. Ich bin groß. Wie gesagt, eine Demi-Tasse muss ich auch mal irgendwann bestellen. Ganz arrogant, geben Sie mir die Demi-Tasse des Tages. So, Monsieur? Mehr macht er nicht, oder was? Es wiederholt jetzt wieder, oder? Der Weg zur Erleuchtung ist lang, Madame. Natürlich. Vielleicht werden Sie ihn mit mir gemeinsam gehen. Au revoir. Ich denke, nein. So, also spricht der, oder kommt noch was Neues? Spricht nur mit Revolutionären, jo. Moment, da war noch irgendwas. Ja, das Schild neben dem. Auf der Karte stand schwarzer Kaffee und eine kleine Auswahl anderer Getränke. Ja, dann will ich die Auswahl der anderen Getränke. Monsieur? Madame? Ich bin nicht das, wofür Sie mich halten. Das Sein ist an sich. Das Sein ist das, was es ist. Sartre, das Sein und das Nichts. Bravo, Madame. Gut geraten vielleicht. Au revoir. So, komm, dann hast du bestimmt noch was zu sagen. Monsieur? Madame?
Madame? Dieser Kellner hasste seine Gäste. Ich musste ihn davon überzeugen, dass ich anders war. Okay, das ist der... Das menschliche Leben beginnt jenseits der schon. Verzweiflung. Ja. Genau. Können wir reden? Tut mir leid. Keine Zeit für Personalpolitik oder Altersvorsorge oder worüber Sie sonst so tratschen am Wasserspender. Ich auch nicht. Au revoir. Aber so viele interessante Geschichten am Wasserspender gibt es übrigens nicht, um das gleich mal hier zu spoilen. So, was haben wir denn hier? Was ist das? Smartphone. Ach, da können wir anrufen? Ja. Geht das? Ja. Hi, George. Ich stehe vor der Galerie. Gott sei Dank bist du okay, Nico. Inspektor Moe ist hier draußen und lässt mich nicht rein. Ich habe ein paar Fotos geschossen, aber der Typ ist abgehauen. Der arme Henri ist tot. Ich weiß. Aber warum nur? Das versuche ich herauszufinden. An der Alarmanlage ist rumgespielt worden. Sieht für mich wie ein Insiderjob aus. Also nicht der übliche Raub. Überwachungskamera zeigt. Vielleicht könntest du mir helfen, wenn du wieder drin bist? Okay, der Spoiler des Tages. Wissen wir also, was wir, wenn das geschafft haben, das Rätsel, was da ist. Können wir den auch schon anrufen? Wahrscheinlich. Ronny, ich bin in der Ausstellung in Montmartre. Du ahnst nicht, was ich für einen Knüller habe. Du machst Witze, das ist ein Saftladen. Was soll da schon aufregen? Ein Gemälde wurde geraubt und der Galeriebesitzer erschossen. Was? Okay, sprich mit jedem, der was gesehen hat. Richte alles ab. Und ruf mich an, sobald du eine Story hast. Wenn du schnell bist, schaffen wir es in die Abendausgabe. Natürlich. Bis dann, Nicole. Hilfreicher geht's, glaube ich, gar nicht. Das konnte die Story sein, auf die ich seit Jahren gewartet habe. Ja, Pulitzerpreis, ist klar. Logisch. So, dann bleibt ja eigentlich nur das. Ja. Hier, mein Presseausweis. La Liberté! Natürlich! Madame, Sie sind nicht das, wofür ich Sie gealtert habe. Natürlich. Bitte nehmen Sie meine ärztliche, tief empfundene Entschuldigung Aber an. Sicher doch. Aber ja, ich nehme an. Weswegen? La Liberté! Die große Zeitung der Freiheit. Ah, oui. Im dichtesten Kampfgetümmel zwischen all dem Tränengas und dem Blut. Da trug La Liberté die Stimme unserer Revolution hinaus in die Welt. Ich weiß jetzt, dass Sie nicht so eine sind. Sie bestellen bestimmt keine Mandelcroissant. Sie sind eine wahre Tochter Frankreichs. Und ich bin Ihr ergebener Diener. Ja. Aber es muss man sagen, er ist einer der coolsten Kellner aller Zeiten, also was der in seinem Leben schon gekämpft hat. Ja, ich weiß aber nicht, worauf er anspielt. Monsieur? Madame? Madame? Ach, kann man das. Können wir mal kurz reden? Ja, jetzt schon. Jederzeit, Madame. Natürlich. Die Freunde der Revolution sind auch meine Freunde. Der Kellner brauchte meinen Presseausweis nicht noch einmal zu sehen. Ich wollte ihn mal fragen, ob er den kennt. Mein Gott. Haben Sie mitbekommen, ob vorhin in der Galerie etwas passiert ist? Ich habe Sie hinter einem Pizzalieferanten herlaufen sehen. Es hieß, er habe jemanden getötet. Das stimmt. Er hat ein Gemälde gestohlen und den Galeristen erschossen. Wie nah wir dem Tode sind. Und doch so weit davon entfernt, ihn jemals zu begreifen. Tja, ich muss unbedingt wieder da rein und herausfinden, was passiert ist. Sehr lobenswert, Madame. Die Wahrheit zu suchen, ist ein nobles Unterfangen. Es ist meine Pflicht als Journalistin. Ah, ja, sicher. Wie wär's mit einem Kaffee? Für Sie, Madame, natürlich. Ich kann Ihnen nur eine Art Kaffee servieren. Schwarz, stark, in einer winzigen Tasse. Einen Moment. Nennt man das dann nicht Espresso? Aber,
Wie gut, dass der Franzose uns den Kaffee erklärt. Hier ist Ihr Kaffee, ja. Madame. Bin ich auch Vielen froh Dank, drum. Monsieur. Was hat mir das jetzt gebracht? Hat sie den Kaffee getrunken? Ja. Der Kaffee war heiß und stark. Wahrscheinlich, genau, Kaffee zum Mitnehmen. Noch einen, klar. Genau. Machen Sie mir einen Kaffee zum Mitnehmen? Natürlich. Für eine Revolutionsgenossin? Sehr gern. Und in so einem leckeren Pappbecher. Einen Moment. Möchten Sie einmal einen Kaffee to go? Natürlich. Hier ist Ihr Kaffee zum Mitnehmen, Madame. Sicher. Vielen Dank, Monsieur. So, jetzt haben wir den endlich. Das war sehr anstrengend. Meinst du, wir sollen Ihnen den Kaffee geben? Gehen wir mal hin. Oh, komm, hier. Gegen die Müdigkeit. Sergent Mouet, ich habe Ihnen einen Kaffee mitgebracht. Kaffee? Fantastisch. Kann ich gut gebrauchen. Warten Sie. Ich darf nicht. Mein kleines Problem. Ach! Ein kleines Tässchen kann ja wohl nicht schaden. Sehr verlockend, Madame. Aber ich kann's nicht riskieren. Leider. Dieser Zwischenfall. Es ging um Sie, etwas Kaffee und Ihr kleines Problem? Es war ein Trauerspiel, Madame. Ich bin ganz Ohr, Sergeant. Nun, Sie wirken recht verständnisvoll. Ich verrate es Ihnen. Wie schön. Ich war zur Bewachung des Präsidentenhundes persönlich eingeteilt. Wichtige Aufgabe. Eines Tages, en vacances, hatte der Präsident ein Privatgespräch mit einer Ministerin. Ich blieb bei seinem Hund. Zum Wachbleiben hatte ich Kaffee getrunken und verspürte nun ein gewisses Bedürfnis. Also band ich den Hund an einen Baum und schlug mich in die Büsche. Als ich zurückkam, ertappte ich den Hund bei einer Liaison dangereuse mit dem Terrier der Ministerin. Aber wie ist das rausgekommen? Nun, 2 Monate später brachte der Labrador des Präsidenten 6 prächtige Bastarde zur Welt. Und ich wurde degradiert zum Sergeanten. Gleich nach der Scheidung des Präsidenten. Eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, Sergeant. Skandal. Ja. Finden Sie? Ja. Aber natürlich. Sie wussten, Sie durften nicht auf Posten einschlafen. Sie bewachten doch den Präsidenten. Nun ja, eher seinen Hund. Das war doch das Gleiche. Tja, wohl schon. Und indem Sie Kaffee tranken, brachten Sie unserer ruhmreichen Republik das größte Opfer dar. Ihre Karriere. Jetzt, wo Sie das so sagen? Und nun spricht die Grande Nation erneut zu Ihnen. Trinken Sie, Sergeant Mouet, trinken Sie, flüstert sie. Tut sie? Tut sie. Trinken oder auf Posten einschlafen? Was denken Sie? Ich denke, ich werde trinken. Jawohl. Bravo, Sergeant. Ach, großer Mann. Großer Mann. Kaffee für die Freiheit. Ah, Liberté. Oh weh. Oh weh. Wenn Sie entschuldigen, Madame, ich muss mal für kleine Gendarmen. Das Zeug ist einfach durchgerauscht. Bewachen Sie den Galerieeingang für mich? Ah, natürlich. Seien Sie unbesorgt, Sergeant. Und zum Glück ist das Pissoir auch direkt da. Ich hatte Moe abgelenkt. Dammbruch. Jetzt oder nie. Unglaublich. Wie sind Sie an Sergeant Mouet vorbeigekommen? Nun, ich bin nicht so leichtgläubig, Madame. Ich werde Sie später verirren. Nico, bin ich froh, dich zu sehen. Und wo liegt das Problem? Der Inspektor beobachtet mich mit Argusaugen. Ohne Ablenkung komme ich da nicht rein. Ich seh mal, was ich machen lässt. Natürlich. Wofür haben wir eine Frau, ne? Klar. Ja. Gut, dann würde ich sagen, können wir hier Folge 2 beenden?
An meiner Seite der großartige Fuddel-LP. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und gleich sehen wir wieder, wofür Frauen da sind. Genau. Also bis dann. Tschüss.